Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Dawn of Man. Ja, Pause brauchen wir jetzt nicht machen, denn wir haben gerade erst angefangen. In der letzten Folge haben wir hier ein paar Hütten ausgebaut, durch die Upgrade-Funktion einen Stall in Auftrag gegeben. Und dann dachte ich mir, wenn wir schon mal hier sind, könnte man doch mal so einen großen, tollen Steinkreis machen. Ich hoffe, die Raider machen ihn nicht kaputt. Und damit errichten wir Stonehenge vor unserer Haustür. Ist das nicht knuffig? So, aber dafür müssen wir auch die ganzen Megalithen, die wir in letzter Zeit gefunden haben, abtransportbereit machen. Weißt du was, wir können uns mal bei dem hier angucken, wie die das machen. Oder ich drücke einfach bei allen auf abtransportbereit. Mhm. Guck mal, hier ist ein Esel. Wenn ihr die Zeit habt, dann erlegt ihr mir den bitte mal. Schließlich haben wir ja auch Hunger. So, habt ihr die... Oh, eine Bisonherde. Nice. Und eine Wildschweinherde. Auch nicht schlecht. Ja gut, den haben wir jetzt nicht abgebaut. Wo sind denn die ganzen anderen Steinchen? Die wir in der letzten Folge lokalisiert haben. Ja gut, ihr habt die noch nicht wirklich abgebaut. Ja gut, das kann halt dauern. Hier ist eins unserer Jagdgebiete. Weißt du was? Hier sind wir ein bisschen weit weg vom Schlag. Dementsprechend sind hier eigentlich noch mehr Esel. Oder nur der eine? Ich glaube nur der eine, ne? Ich glaube, Bisons werden die nicht selbstständig jagen. Nee. Wisst ihr was? Achso, ich muss da noch Leute reinstellen. Aufs Maximum, wenn ich bitten darf. Ja gut, wenn ihr nicht alle Probleme hättet, wie trinken und weiß der Geier was, könnte ich sofort mal ein paar Jäger zusammensetzen. Weißt du was? Das sind ja alles Kinder, die da durstig sind. Holt mir einfach mal einen Bison. Und ist die Jagdtruppe unterwegs? Wenn wir schon dabei sind, könnte man wirklich wieder ein paar Bögen nachbestellen. Ja, ich weiß, dass die Belastung zu hoch ist, weil ich gerade einen Jagdtrupp losgeschickt habe. Ich hoffe, die Bisons ziehen nicht zu weit weg. Ah, guck mal, die Wildschweine macht ja automatisch, sagst du? Finde ich nice. Ja, wir müssen uns mal darum kümmern, weil unser Fisch- und Fleischbestand langsam zurückgeht. Ja, ihr habt einfach keinen Bock, ne? Was machst du? So Tarlak. Ja, ich sollte das Interface mal wieder verschieben in der nächsten Folge. Geht's zu Tarlak. Wer ist Tarlak? Ist einer von, heißt irgendeiner von euch Tarlak? Weil ich würde mal sagen, dass wir das hier alles erlegen. Die Bisons wären mir am liebsten, weil die geben mir gut Fleisch. Ich weiß, dass die Belastung zu hoch ist. Danke für den Hinweis. Weißt du was, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir noch ein paar Zelte upgraden. So. Beschleunigen wir mal das Ganze. Oh. Ich glaube, die kriegen wir nicht. Ach, die gehen nur ans Wasser. Alles klar. Dann jagen wir hier mal alles kaputt. Wunderbar. Dann den hier. Oh, ihr Steinewerfer, ihr. Oh, oh, das tat weh. So, dann das Schweinchen hier unten. Oh, die Hälfte zieht sich schon bereits zurück. Wollt ihr drei vielleicht nicht irgendwas zerlegen?
Okay, das Werkzeug dafür. Ja, ja, Schweinchen, ist in Ordnung. Ich glaube, du bist längst erledigt. Du weißt es nur noch nicht. Und du gehst das Wildschwein zerlegen, alles klar. Dadurch bekommen wir ordentlich Fleisch rein. Ich glaube, das Jagdgebiet hier ist ein bisschen besser als das andere. Und hoffen wir mal, dass hier keiner verhungert oder so. Und in der Zwischenzeit können wir hier wieder Vollgas machen. Steinbock ist geflohen. Nee. Na gut, aber jetzt gehen sie langsam wieder alle jagen. Guck mal, hier ist auch so ein Birnenbaum. Was machen wir hier? Wilde Pflanzen sammeln. Alles klar. Sammeln wir eigentlich noch das andere Dingskirchen? Wie heißt denn das? Baum? Genau, Tannin. Wo ist denn unser Tannin-Sammelbecken? Oh, ein Sturm zieht auf. Auch nicht schlecht. Tannin-Sammlung. Ja, ja, was extrahieren finde ich gut. Na gut, dann können wir mal wieder Tannin sammeln. Vielleicht mal auf Lager 20. Gehen wir mal auf 30. Könnt ihr zu zweit machen. Na guck mal, da sind schon ein paar transportbereit. Mal die anderen finden. Ah, da haben sie noch nichts ausgebaut. Was hast du für ein Problem? Du bist müde. Ich hoffe, du stirbst mir hier nicht, weil du, wie soll ich sagen, zu müde wirst. Guck mal, da sind wieder die Baby-Bisons. Habt ihr das Fleisch hier komplett abgeholt oder haben wir hier anderweitige Extreme? Wo ist eigentlich das Jagdgebiet hin? Was ich hier platziert habe. Ach, hier. Wandert ihr da rein? Weißt du was? Dich verlegen wir mal hier hin. Ganz genau. Bis Jagd muss sein. Und du holst rohes Fleisch. Wo liegt denn das? Ach, da liegt alles. Ich hoffe mal, dass da ein paar Leute mit einem Wagen vorbeikommen. Einem Schubkarren. Da müssen wir auch wieder welche bauen. Wie viele haben wir denn eigentlich noch? Kann man das irgendwo sehen? Metallurgie haben wir noch nichts. Wo sind denn unsere Fahrzeuge? Oder sind die mittlerweile alle kaputt? Ja gut, ich spende euch ein paar neue. Wilder Esel ist geflohen. Hier könnt ihr euch noch ein paar Schlitten gönnen. Wenn ihr mal dazu kommen solltet. Weil höchstwahrscheinlich haben sie die wieder irgendwo geparkt, wo es keiner sieht. Genau. Hier mitten im Dorfzentrum. Und wir haben 100 Lehm gesammelt. Sehr schön. Die Kinder holen das ganze Fleisch ab. Moment, was seid ihr für Viecher? Die Riesenhirsche könnten auch in die Jagdzone rein. Naja, alles wird irgendwann. Wir dürfen halt nur nicht zulassen, dass uns plötzlich das ganze Futter ausgeht. Ja gut, aber zumindest geht uns das ganze Holz aus. Ein Auerochse. Hab ich genug Leute in der Nähe? Sich eventuell darum kümmern könnten. Wenn sie Lust hätten. Höchstwahrscheinlich sind alle jetzt mittlerweile unterwegs, um die ganzen Megalithen einzusammeln. Wo gehst du hin? Nicht du Stock, du Frau, wo gehst du hin?
Ach, du gehst da den Megalithen freikloppen. Alles klar. Gönn dir. Eine Buche kann weg. Eine Eiche kann weg. Ja gut, Eichen sind halt das Ding, was dafür sorgt, dass wir halt Tannin sammeln können. Also kümmern wir uns erstmal um Buchen. Ein Mafflon ist geflohen. Meh. Ja, Birken können sowieso weg, die braucht keiner. Also erstmal alle Buchen. Ist das jetzt schon Buchenrassismus, was ich hier mache? Aber zuerst waren ja die Dingskirchen dran. Oh, guck mal. Eine Tanne. Eine Kiefer. Uiuiui. Und wenn die Musik immer umschlägt, denke ich mir immer, what? Was ist denn jetzt los? Und das Ufer hier, das können wir auch mal ein bisschen entgrünen. Beziehungsweise entholzen. Ganzen Birken braucht doch kein Mensch, außer unsere Mauer. Die muss irgendwann auch mal fertig werden. Gibt es irgendwo eine Übersicht, wo ich sehen kann, was man alles verwenden kann? Und wir können schon wieder forschen. Schafdomestizierung. Ja, machen wir als nächstes. Warum denn nicht? Wenn unser Stall dann irgendwann mal steht, ne? Da gehen wir mal voraussichtlich mal ein bisschen auf höheres Tempo. Da darf mal ein bisschen was vorangeht. Wie viel Wohnraum haben wir denn mittlerweile? 46. Ja gut, aber sobald hier alles abgegradet wurde, läuft das einfach. Ja gut, dann sparen wir uns irgendwann mal auch die ganzen Reparaturkosten hier. Bist du schon die ganze Zeit da, du kleiner Megalith? Und du? Ja gut, um die Bisons oder Orks, was das sind, können wir uns gegenwärtig nicht kümmern. Ja, was wir auf jeden Fall brauchen, sind Klamotten. Und Leder, aber Leder, dafür bräuchte man wieder rohe Haut. Ach, rohe Haut haben wir noch. Schlitten ist nicht mehr nutzbar. Dreimal. Händler ist hier. Was verkaufen der Schönes? Der würde uns Ziegen andrehen. Ein Stück. Eine für 60. Na gut, wenn der Stall irgendwann mal fertig wird. Was ist denn eigentlich das Problem, dass wir die halt nicht unterkriegen können, ne? Ich hole mir mal die 5 Ziegen für 300. Gib alle Bögen ab. Alle Schleudern. Ein paar Feuersteinsicheln. Ein paar Feuersteinmesser können wir loswerden. Ich glaube, ich gebe zu viel her. Gut, dann müssen wir mal Tannin wieder sammeln. Bisschen Stroh können wir loswerden. Eieieiei. Ich hoffe, dass wir uns den Ziegen irgendwie arrangieren können. Meist das verkaufen wir mal alles Knochentechnische. So, dann noch zwei Getreide könnt ihr haben. Und jetzt haben wir Ziegen. Juppeidi und juppei da. So, dann würde ich mal sagen, tun wir dich mal hier priorisieren. Der Stall mal fertig wird. So. Die Böcke kann weg. Ich weiß, du bist müde, aber. Nee, du hast keine Axt. Das sind die Birnenbäume. Hast du eine Axt? Nein. Das ist doof. Hast du eine Axt? Auch nicht. Ken! Ken ist eine erwachsene Frau. Ich dachte, das wäre Barbie, aber gut. Spielt ja so gesehen auch keine große Rolle. Na komm, gib mal Gas. Damit die Ziegen ein Haus über dem Kopf haben. Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Ich glaube, das war Ken, oder?
Ich weiß nicht genug Stelle. Mach das mal fertig hier. Kann ich hier die Priorität höher setzen? Nein. Du hast auch keine Axt. Moment, kann sich bitte mal wieder drum kümmern? Nee, von euch hat keiner eine Axt. Wo sind meine Äxte hin? Weißt du was, brich das mal alles ab. Dann baust du mir ein paar Äxte. Und du bitte auch. Wir haben wenig Werkzeuge. Welche Werkzeuge fehlen gegenwärtig? Wolfangriff, oh. Ach nö, Kinder, was macht denn ihr? Das war mal wieder so typisch von unnötig. Ja, die Lebenserwartung in der Steinzeit war schon mal nicht so hoch. Alter Mann, schaffst du den? Nö. Könnt ihr dem mal bitte den Rest geben? Ist ja schlimm. Ja klar, weil hier ein kleines Wolfsrudel ist. Ach Leute. Baut doch mal bitte den Stall auf. Den möchte ich in dieser Folge noch fertig haben. Sehr schön. Schlitten ist nicht mehr nutzbar. Ein Glück, dass wir ein paar nachbestellt haben. Ja, unsere Hunde gucken auch nutzlos rum. Und hier entsteht unser Stall. Noch ein Wolfsangriff? Och, nö. Aber du schaffst ihn. Genau. Ja, dieses ekelhafte Wolfsrudel hier. Was willst du denn da machen, ne? Ja, dir geht's noch relativ gut. Nicht genügend Stelle. Ist der Stall endlich fertig? Auch nicht. Ja, ich weiß, dass nicht genug Stelle und nicht genug Erntewerkzeuge. Oh. Moment, geh mal hier hin. Erntewerkzeuge. Ja, Knochen haben wir eine ganze Menge. Ja komm, brechen wir ihm mal ein paar Äxte ab. Noch ein paar Lederoutfits. Können wir das hier mal ein bisschen priorisieren? Ist ja blöd, wenn wir die Ernte nicht reinbekommen. Aber sieht so aus, als würden wir es schaffen. Von daher würde ich mal sagen, hau mal wieder alles in die Bauschleife rein. Wir brauchen ja alles. Ich würde mal sagen, auch die Lederproduktion tun wir mal ein bisschen priorisieren. Moment, mal alles priorisieren. Und haben jetzt genug Stelle? Ich glaube, 10 Tiere können wir jetzt haben. Wie, du bist traurig, weil du Wasser aus dem Brunnen holen musst und nicht aus dem Fluss oder wie oder was oder wer? Ist ja schade. Naja, zumindest haben wir genug Lagerplatz. Uiuiui. Ui, ui. Guck mal. Da haben sie schon den ersten ran transportiert. Guck mal. Ja. Dann bereiten wir euch mal alle für den Abtransport vor. Ah, ein Glück, dass es diese Übersicht hier gibt, dass man so alles freigeschaufelt hat, ne? Das ist ja ein Traum. Jetzt kriegen wir sogar unseren eigenen Steinkreis, wenn die Zeit dazu haben. Vielleicht sollten wir uns auf Wichtigeres fokussieren, aber ich denke mal, so ein Steinkreis ist schon relativ wichtig. Und wie der hier aufgebaut wird, das könnte auch interessant werden. Höhlenhähn. Moment. Können wir die bitte hier mal loswerden? Guck mal, da marschiert sofort die ganze Truppe los. Nicht im Nahkampf, Leute. Ach, Leute. Können wir auch die Welpen loswerden?
Das war ja wirklich mal wieder sowas von typisch unnötig. Legt euch doch mal Fernkampfwaffen zu. Wir haben doch 14 Bögen auf Lager. Komm mal, kommt der erste mit einem Bogen angerannt. Nee, lasst mal bleiben, Leute. Lasst mal bleiben. Zerlegt mal die Hyänen, die wir hier erlegt haben. Zumindest konnten wir die wieder vom Dorf fernhalten. So, meine Schnuffel, ich würde mal sagen, mit dem erneuten Wintereinbruch war es das dann leider von dieser Folge. Geben wir noch ein paar Werkzeuge in Auftrag. Warum bist du hier als Dauerschleife produziert? Ich weiß es nicht. Na komm, auch ein paar Faustlinge können wir mal wieder machen. So, und damit würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken und tschüss, Silly.